Wir müssen Hinweise sammeln, aber die Frage ist wo? Über die Fernseher wahrscheinlich wieder, ne? Aber ich habe noch keinen Fernseher gesehen. Alter, wie groß ist denn bitte diese Polizeistation? Diese Halle und... Kamen wir von hier? Break in, wir können reinbrechen. Schlüssel? Nein, oh fuck. Kein Schlüssel hier. Wer läuft denn da hinten? Wer lief denn da? Hide, okay, wir können uns verstecken. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass vielleicht hier ein Schlüssel ist oder so, aber... Alter, ich kündige. Lockpick required. Ah, toll. Und was ist da? Disarmed? Ach, guck mal, eine Falle. Und eine Batterie. Sehr schön. Da ist was. Warte mal, was ist da? Ah! Aua! Was war das denn? Alter! Full Sanity? Ach, das ist Sanity. Das ist gar kein Leben. Oh, wir brauchen Lebensenergie. Oh, fuck. Da ist noch ein Leben. Midi-Bings-Bums-Bums-Dings. Und noch ein Hinweis. Sehr schön. Hier. Trinken wir mal ein Schlückchen. Ah, das ist für unsere geistige Gesundheit. Ach so. Steht da einer? Das ist eine Puppe, ne? Sie sah aus wie eine von den Lümmelmännern. Von den Mengele-Brüdern. Da. Ah, das heißt, wir können jetzt jede Leiche durchsuchen, aber mit den Hinweisen wüssten wir direkt, welche es richtig ist, die richtige. Ernsthaft? Es war so klar. Ciao! Mach's gut, kann ich zumachen? Ja, ich kann abschließen. Ciao! Tach, ich wollte bei der Party nicht stören. Was? Alter, oh nein. Oh nein, oh nein. Nein, bitte nicht! Nein! Oh, ich muss hier raus, Alter! Meine Therapie ist gleich zu Ende! Oh, fuck! Ich muss hier weg! Oh, scheiße! Hier, vielleicht nochmal prüfen! Vielleicht ist hier der Schlüssel drin, jetzt breite! Ja, zwei Schlüssel haben wir. Oh Gott. Wir brauchen Lebensenergie. Und noch Lockpick nehme ich mit. Batterie können wir mal eben nachladen, ne? Was zum Verteidigen könnten wir gut gebrauchen. Oh, da, Leben. Alter. Erstmal trinken. Ich hab Durst. Wo geht's denn hier hin? Was ist das denn? Oh, hier, Verteidigung. Ich bin mal mutig. Hier eine Leiche? Nein. Wir brauchen noch eine Leiche, ne? Wir brauchen noch einen. Oh, hier. Bitte, 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 lass es der sein. Bitte, bitte. Au! Scheiße. Wir haben kein Lockpick mit.
Da ist noch eine Leiche. Natürlich bei dem Großen. Willst du mich verarschen? Doktor Spiele! Okay, er geht weg. Ich hoffe, er bleibt weg. Ja, er bleibt. Oh, ist nackt. Er ist nackt! Ja! Ja! Oh, wo muss ich jetzt hin? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Von wo kamen wir denn? Kamen wir von hier? Nee. Von wo kamen wir denn? Ich weiß nicht mehr den Weg zurück. Warte mal, hier ist Lebensenergie. Ich hoffe. Natürlich nicht. Oh, meine Sanity. Warte mal. Fuck you. Hier müssen wir lang. Wir sind von da hinten gekommen. Nein. Bleib da. Immer schön da bleiben. Was machen die da? Versammlung? Ich meine, wir kamen von hier. Glaube ich zumindest. Dispatch. Ich glaube, wir kamen von hier, oder? Ah! Aua! Alter! Ah! Was war das denn? Nein, wir kamen definitiv nicht von hier. Oh Gott, wir brauchen unbedingt Lebensenergie. Aber von wo kamen wir denn? Ich... Da ist was. Warte mal, da müssen wir hin. Oh, ich sollte mir auf die Fallen aufpassen, ne? Ja, das sieht richtig aus. Oh nein. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Hier läuft doch einer, oder? Natürlich läuft hier einer. Natürlich läuft hier einer. Und er kommt. Der Knight Rider ist es nicht. Das können wir den ganzen Tag spielen, Herr Kollege. Zieh dir bitte was an, Alter. Das sieht ja verboten aus. Wir müssen dahin, wo er ist. Der ist nackt. Alter, der Lümmelmann. Der Lümmelmann, der soll weggehen. Das ist eklig. Ach, hier sind wir. Ja, okay, verstehe. So, er muss wohin geschoben werden? Wo müssen die Schlüssel rein, ist die Frage. Open all gates. Müssen wir erst die Dings aufmachen? Ich fahre den jetzt, ne, oder? Komm! Okay, wir haben Ausdauer. Oh, fuck. Use the key, Mann! Hey, man. Oh, fuck, Alter! Alter, oha! Oh nein, oh, das ist nicht gut. Fuck, wo ist Sanity? Wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind so gut wie tot. Ja, wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind tot, oder? Ja. Oh, wir haben auch noch eine Chance. Respawn, you have respawned. Entry aware. Zwei von drei Chances remaining. Okay, alles klar. Oh, okay, das ist gut, dass man auch noch eine Chance hat. Okay, vielleicht sollten wir nicht so... Vielleicht sollten wir erst die Tore öffnen. Was ist denn da?
Haben wir die Schlüssel noch? Oder sind das die Schlüssel, die hier liegen bei unserer Leiche? Was lag denn hier? Hier lag doch gerade was. Da, was ist das? Hier lag... Der Feierschlüssel liegt doch auch noch hier. Hä, wo ist das? Ah, da. Bonn. Tschüss. Ich mach mal offen, ja? Wenn da nichts dagegen ist. Wo ist das letzte Gate? Ich beeil mich mal. Jetzt müssen wir den im Prinzip ja nur noch durchschieben, ne? Nur noch. Aber man muss sagen, bevor wir gestorben sind, haben wir gut durchgehalten. Wir sind vorher nicht einmal gestorben und wir sind relativ weit gekommen. Wo ist der? Das mit den Schienen ist aber auch so mies, ne? Dass der Große ja auch rumläuft. Kann ich die eigentlich entschärfen? Nein, anscheinend nicht. Ich probiere mal mein Glück. Los! Du Snitch! Keine Ausdauer mehr! Was? Elektrohut, was? Was muss ich denn machen? Oh, Alter! Oh! Willst du mich verarschen? Was? Alter! Alter, ich kündige, ich kotze ins Essen! Was zur Hölle geht hier ab? Ich dachte, das wäre... Oho, disarmt! Lass dir ruhig die Zeit, ist gar kein Problem, der Gegner ist hinter mir! Ernsthaft jetzt? Alter, ist das assi. Alter, ist das assi. Alter, ist das assi. Ey, man muss einfach so sagen, wie es ist. Es ist mega assi, oder? Alter. Oh Gott, ist das furchtbar. Oh Gott, Alter, ich will das doch nur schaffen. Oh Gott, ist das furchtbar. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie furchtbar anstrengend das gerade ist.
Alter, dieser ständige Druck. Und da hast du doch zwei Gegner hier. Klar, warum denn nicht? Es reicht ja nicht einer, nein. Es müssen ja direkt zwei sein. Ich versuche mal hier außen rum zu gehen. Was ist hier? Das können wir mal mitnehmen. Alter, wir müssen den auch noch grillen. Wo sind die? Nehme ich mal mit, Flasche, vorsichtshalber. Zum Abwehren. Was ist das denn hier? Was ist das? Press. Was können wir denn da machen? Was passiert jetzt? Ah! Ah! Ich habe mich völlig verlaufen. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Wo ist denn jetzt hier Finale? Entschuldigung, ich habe mich verlaufen. Ich hab... wo müssen wir denn jetzt lang? Oh Gott, die Musik macht's auch nicht gerade besser. Evidence. Ja. Hä, wo müssen wir denn hin? Da ist Licht. Oh, oh nein. Ich kündige. Ich kündige. Wo müssen wir denn hin? Was ist das denn hier? Oh Gott, was zur Hölle? Wo bin ich denn? Mann, ich stehe vorm Finale. Da muss ich hin. Da, wie komme ich da rein? Ich grillen. Natürlich. Es war so klar. Komm doch. Komm doch, du kannst mich mal. Es war so klar, dass er aus seiner scheiß Parkinglot rauskommt. Ist er noch da oben oder nicht? Ich frage mich gerade, ob der noch da oben ist. Mann, man müsste sich da noch dranhängen. Nö, ciao. Nö, ciao. Kein Bock auf dich heute. Kein Bock auf dich. Wahrscheinlich, wenn man das mit jemandem spielt, geht das schneller zu grillen. Aua, Alter, warst du schon da? Wie soll ich das denn schaffen? Der ist immer da. Wie soll ich das denn schaffen? Der ist immer da. Wie soll ich das denn machen? Ich brauche unbedingt Leben. Gab's hier nicht irgendwo Lebensenergie? Wie, Alter, wie soll ich den denn grillen? Wahrscheinlich, wenn du mit vier Mann bist oder so, dann kannst du wahrscheinlich da alle vier Mann die Hebel ziehen. Er kommt, den Hebel ziehen. Und dann geht das vielleicht auch ein bisschen zügiger. Fuck, Mann. Scheiße. Ach, leck mich doch. Boah, Alter, ich bin gerade Blut und Wasser am Schwitzen. Oh, Leben. Leben, 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 Leben. Erstmal trinken. Gluck, 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 gluck. Ey, das ist so gut, das Spiel. Das macht so viel Spaß. Aber auch, es ist furchtbar. Man muss aber auch sagen, es ist echt furchtbar. Es ist mega furchtbar. Alter. Warte. Just a moment. Ja, 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 ja. Nehmen wir mit. Ist ja wieder da. Von der Große läuft auch noch hier rum, ne? Wo ist der? Bitte lass den jetzt nicht hier rum existieren. Ah!
mich, zieh durch! Exit the trail. Ja, wo muss der, wo ist der Ausgang? Da, wo ich hergekommen bin? Ich versuche mal mein Glück. Ob das da ist, wo ich hergekommen bin? Wuhu! Ich weiß halt, wie gesagt, auch nicht, wie viele Karten es gibt, ne? Also jetzt so in der Beta. Ob es nur die gibt oder... Oder ob es da eine Möglichkeit gibt, die anderen auch anzutesten. Oder zumindest ein paar. Oder zwei oder drei. Da viele Sound gut aus. Sind die Gegner jetzt weg oder? Ich meine, es hört sich nicht so danach an, ne? Da. Nee, da ist das Control Room. Warte mal, von wo kamen wir denn? Wir kamen doch von hier, ne? Lass mich raten, er ist hier. Hi! Moin! Grüß dich! Kommt er rum? Ja, ich glaube, der kommt rum. Oder? Nein, es reicht ja nicht, dass du ein Gegner hast. Es müssen direkt zwei sein. Natürlich. Natürlich, Red Battles. Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Kommt der hier durch? Der kommt hier nicht. Doch, der kommt hier durch! Ah, oh. Ich bin weg, ciao! Ich kündige! Ich habe mich gerade spontan entschieden, gleich was anderes zu spielen. Ah, nein, natürlich nicht! Renn! Mann! Ruf den Zug! Ruf den scheiß Zug, Mann! Wait for the shuttle! Natürlich! Klar, wir haben es ja noch! Natürlich! Darum ist Koop... Was? Darum ist Vierer-Koop besser, weil alleine schwierig. Na, es geht, ne? Man kann es alleine spielen, so ist es nicht. Alter. Ja, meine Therapie ist gut gelungen, finde ich. Ja, die erste Therapie. Hey. Alter, diese... Alter, ich kündige. Was ist das für ein Spiel? Das ist so... Oh Gott, wie furchtbar soll das doch werden? Ich schätze mal, die Dame, die wir kennengelernt haben, ganz am Anfang beim Tutorial, die wird doch auch einen eigenen Raum haben, oder? Und einen eigenen Bereich. Die wird doch bestimmt auch nochmal kommen. Ja. Alter. Aber gut, dass man nochmal, also Revives habt, dass man quasi nochmal versuchen kann. Vielleicht gibt's das tatsächlich... Ich glaube, dass man nochmal versuchen kann, das gibt's, glaube ich, im Solo-Modus wahrscheinlich nur, ne? Weil das schätze mein Multiplayer wird das wahrscheinlich so sein, dass so, hallo Snow, grüß dich, moin. Dass du im Multiplayer dich ja selbst reviven musst mit den Kollegen. So. Habe ich jetzt eigentlich irgendwas, ich habe Geld dafür bekommen, sehe ich gerade, oben rechts, hier. Ich habe 413 Credits, was auch immer ich damit machen kann. Guck mal, das Baguette ist auch da. Der Buddha ist da. Kann ich mich hinsetzen? Oh, das wäre voll lustig. So, meine Frage ist jetzt irgendwie ein Shop offen oder so? Hier kann man bestimmt was kaufen später für das Geld. Hier bei ihm hier. Würde ich mal vermuten, dass man ihm irgendwie sowas gibt. Aber dieses Reborn, ne? Was ist das denn jetzt genau? Kommt man da irgendwie rein, wenn man was geschafft hat oder so? Irgendwann? Hallo, ich würde mich gerne anmelden fürs Reborn. Okay, ja, anscheinend ja nicht. Sollen wir mal gucken, ob es einen anderen... ob es noch ein anderes Level gibt?
Coming soon, coming soon, coming soon. Nein, es gibt nur Dings. Alter, hart und insane. Oh, insane ist bestimmt der Wahnsinnsmodus. Dass du beim ersten Dings direkt stirbst und alles von vorne machen musst. Den Modus gibt's also auch, ja. Aber ich fand normal schon... Ah, guck mal, hier ist die Dame. Da. Da ist irgendwas mit First... Komm, oh Gott. Duck, Duck, Goose Factory. Race Truth. Das könnte bestimmt so ein bisschen hier Race the Truth. Könnte ein bisschen so vom zweiten Teil so ein bisschen Anekdote sein. Oh Gott. Okay, also, also mein Ersteindruck, muss ich sagen, ist schon sehr, sehr geil. Ich würde das auch tatsächlich gerne mal Multiplayer ausprobieren. Gar keine Frage, wenn es da ist, in der Vollversion. Definitiv, das würde ich gerne mal ausprobieren wollen. Was ist denn hier? Trails complete. Ach, guck mal hier, eins. Ach, guck mal. Ach, das ist ja cool. Near the Death Experience? Was ist das denn? Was heißt denn das? Also, Nahtoderfahrung. Ja, aber... Ich schleich mich rein! Ah, Mist. Okay, man sieht also auch, wie viele Trails man abgeschlossen hat. Training Hours. Okay. Aber was kann ich denn jetzt zu Hause machen? Kann ich irgendwas machen zu Hause? Kann ich irgendwas hier umändern? Meine Tapete anpassen, oder? Anscheinend ja nicht, ne? Aber wahrscheinlich kann man hier irgendwie später... Ich schätze mal, man kann sich hier häuslich einrichten. Wo ist denn mein Klo eigentlich? Habe ich ein Klo? Ich habe gar kein Klo. Wo? Gibt es ein Gemeinschaftsklo? Hallo? Gibt es dann irgendwie so eine Dingstaste? So eine Aktionstaste, die man hier im Multiplayer nutzen kann? Ja, also ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Könnt ihr ja mal schreiben im Chat. Ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr witzig und sehr, sehr aufregend und spannend. Achso, wo waren denn die Dokumente? Waren die hier? Evidenz. Hinweise. Hier, 1 von 2, 1 von 8. Projekt Lane Collapse. Okay, hier kann man dann nachlesen. Das ist ja cool. Wie gesagt, ist jetzt auf Englisch. Bin jetzt nicht so der Englisch-Fan, ihr wisst es. Hour Search, Bulloma. Okay, das sind, glaube ich, Dings. Das ist Herausforderung, Trials. Freedom Register. Loadouts. Locked. Neuromods, Mets. Und Stim-Mets gibt es auch später. Ach du Heiliger. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Trails. Okay. Aber sonst ist hier auch nichts Großartiges, ne? Hier sind nur noch die Zimmerchen. Hier oben ist sonst, glaube ich, gar nichts, ne? Ah, hier ist die Kantine gewesen. Stimmt, genau. Ob man sich hier oben auch irgendwann was zu snacken kaufen kann oder so? Ach, der Koch ist gar nicht da. Doch, da hinten ist er. Entschuldigung, was gibt's denn heute auf der Menükarte? Murkoff and you. Partners in Healing. Ja, genau. Die Bilder sind schön, muss ich sagen. For a good sleep. Ja. Zähl deine Schafe. Die Bilder erinnern mich ein bisschen an Bioshock, muss ich sagen. Habt ihr das gesehen? War das eine Anekdote an den ersten Teil? Oder was war das? Sollte das so sein? Das war... Crabs in a Bucket. Das war doch ein Hinweis, oder? Das war mit dem Sound zusammen, kam da dieser Rollstuhlfahrer und ist verschwunden. Habt ihr das gesehen? Sehe ich schon irgendwelche Dinge hier? Weil ich halt mein... Hallo, moin, grüß dich. Weil ich halt hier so meine Therapie mache? Überleg mal, was für ein Abfuck das wäre, wenn auf einmal die Station sich so ändert. Nach einer gewissen Zeit. Hallo, da war gerade ein Rollstuhlfahrer. Ich hab den gesehen. Habt ihr ihn auch gesehen?
Okay, man kann aber den Kollegen nicht rein. Doch, jetzt geht's. Wir wollen alleine sein. Es war schon wieder das Geräusch da. Das ist so doof. Ich würde einmal kurz abwarten, weil das Geräusch gerade wieder kam. Ich würde das einmal mit drüben nochmal angucken, ob der nochmal wiederkommt. Ob das gewollt ist. Das kommt ja relativ zügig. Einfach nur mal gucken. Nur einmal gucken. Weil der kam daher gefahren und dann war der weg. Ich würde es einmal mehr angucken, ob der da... Nur mal gucken. Wir warten nochmal eben einmal kurz ab. Trinken nochmal währenddessen was. Aber ich muss sagen, großartig. Ich freue mich auf die Vollversion. Das wird bestimmt großartig. Auch für Solospieler gut und interessant. Machbar. Schwierig. Machbar, aber machbar. Halt so Outlast-Feeling. Ich frage mich halt, ob es auch... Ja, ein Ende wird es wahrscheinlich nicht geben, ne? Du wirst wahrscheinlich irgendwann die ganzen Collectibles haben, also die ganzen Dokumente, und dann wirst du halt wissen, was hier Phase ist. Und ansonsten ist es halt auch ein reines Multiplayer-Game. Ich glaube nicht, dass da viel jetzt hintersteckt, dass du irgendwie ein Ziel erreichen kannst danach. Also, dass du vielleicht nur entkommen kannst. Weiß ich natürlich nicht. Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, dass es darauf aufbaut, so ein bisschen so wie halt so diese... Das ist der Doktor. Das ist der Doktor aus dem ersten Teil. Der im Rollstuhl. Ne, das ist der. Oh mein Gott, der Doktor ist... Hä, aber der war doch... Nee, der hat überlebt. Der hat uns ja die Tür aufgemacht. Der war hinter so einer Glasscheibe, falls ihr euch entsinnen könnt. Das ist der, oder? Das ist der. Hundertprozentig ist der das. Da würde ich für wetten. Herr Doktor, ich kenne Sie. Ich weiß, wer Sie sind. I know. Steht der da jetzt eigentlich? Nee, das ist ein Stuhl. Oh, wisst ihr noch, wie wir durch die Türen und Wände geglitscht sind? Bei Outlast 1. Fährt jetzt wieder zurück? Nur eben kurz gucken. Es kommt ja auch immer irgendwie mit dem Geräusch zusammen, ne, oder? Aber wie gesagt, was ich sagen wollte, ich glaube nicht, dass es da, wie gesagt, ich lehne mich mal sehr weit aus dem Fenster, dass es darauf aus ist, halt ein Service-Game zu werden, möchte ich glaube ich nicht behaupten, aber halt ein Endlos-Game, so Multiplayer-mäßig, also du kannst immer wieder dieses Level machen. Die Frage ist halt nur, was lassen sie sich einfallen, ob es nicht langweilig wird, weil... Zum Beispiel, ich möchte jetzt aktuell jetzt gerade nicht die Polizeistation spielen, weil wir sie gespielt haben. Ich würde jetzt ein neues Level anfangen wollen, wenn es geht. Aber geht ja leider nicht. Aber... Okay, diesmal nicht. Aber... Lohnt es sich, die Level nochmal zu spielen, weil du... Gut, klar, du verdienst Geld natürlich und schaltest dann irgendwas frei. Wahrscheinlich irgendwelche Klamotten oder so, wie auch immer. Aber ein richtiges Ende wird es, glaube ich, nicht geben. So solo-mäßig jetzt, sage ich jetzt mal, dass du vielleicht die Möglichkeit hast, hier zu entkommen, weil mein Gedanke wäre jetzt, wenn ich jetzt hier in der Anstalt bin und meine Therapie hier mache, obwohl ich die gar nicht zugestimmt habe, ne, die haben ja so mit mir gemacht, so, obwohl ich eigentlich das hier wollte, ne, würde ich sagen, möchte ich gerne eigentlich hier entkommen. Das ist der Doktor, 100 Pro. Das ist der aus dem ersten Teil. Da wette ich mit. Würde ich doch gerne entkommen wollen, aber ich glaube nicht, dass das möglich ist. Was Reborn ist, weiß ich nicht. Ne? Neugeboren. Join the Neugeborene. So. Ja. Ich würde sagen... Ich hab's probiert. Ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein für den Ersteindruck von Outlast Trials. Ich hoffe, ich konnte euch auch einen guten Eindruck davon vermitteln, wie das ist. Es ist gut. Es ist sehr, sehr gut. Es gefällt mir richtig gut. Ich freue mich auf die Vollversion. Das solltet ihr euch auch tun, falls ihr euch das Spiel nicht holt, werdet ihr es bei mir auf jeden Fall bei mir sehen. Und ansonsten kauft es euch, falls es euch auch Spaß macht, diese Folter hier zu durchleben. Deswegen würde ich sagen, soll es das erstmal gewesen sein. So.
Cool, wir haben einen totalen Stromausfall in der ganzen Ortschaft. Und dann bist du hier noch da? So, Main-Menü. Ja, möchte ich. Das war der erste Eindruck von Outlast Trials. Oh mein Gott, holy shit. Was bitte war das für ein Ritt? Enter the Murker Facility. Replay Inductions. The Survey? Achso. Achso, wir können jetzt... Ah, okay. Nimm dir 10 Minuten, um zu beantworten, wie dir das Spiel gefallen hat. Okay, das lasse ich mal offen, das mache ich nachher mal. Ja, Freunde. Sehr schön, auch die Musik wieder. Ein Traum, ein Genuss von Outlast. Sehr schön. Es hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen.